Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem Ersteindruck. Heute geht es, wie ihr bereits hier seht, um Tsugumomo Volumen 1. Der Anime ist am 29.06. dieses Jahres erschienen und zwar bei Nippon Art. Natürlich auf DVD und Blu-ray. Die Geschichte handelt von Katsuya, dessen Mutter leider schon lange Zeit verstorben ist, so lange schon, dass er leider sich gar nicht mehr richtig an sie erinnern kann. Als einziges Andenken hat er den Obi seiner Mutter. Und eines Tages, als er in Gefahr ist, taucht ein wunderschönes Mädchen namens Kiriha auf. Wie sich herausstellt, ist sie eine Art Yokai bzw. eben ein Tsugumomo, also etwas Höheres als ein gewöhnlicher Yokai, was man hierzulande wahrscheinlich als Geist betrachten würde. Zwar besitzt Tsugumomo Volumen 1, also Episode 1 bis 4, auch spannende und emotionale Momente, doch der Hauptaugenmerk ist gerade der Comedy-Faktor. Im Hinblick auf Episode 4 wird dieser allerdings reduziert und ich frage mich, ob in Volumen 2, also Episode 5, 6, 7 und 8 müssten das dann sein, das Ganze nochmal ein bisschen reduziert wird. Ich hoffe nicht, denn der Comedy-Faktor, so wie er jetzt ist bei Tsugumomo Volumen 1, hat mir sehr gefallen. Es war eine Mischung aus emotionalen, spannenden und lustigen Momenten. Das Charakterdesign hat mir gefallen, die Charaktere waren glaubhaft, sahen also jetzt nicht so übermenschlich nach Manga bzw. Anime aus. Klar, wir haben immer noch die Aspekte eben, dass es Chibi-Version bzw. vereinfachte Version gibt, aber auch eben Szenen wie diese hier, wo er relativ normal aussieht, zumindest mal für ein Anime. Musikalisch hat mir das Opening sehr gut gefallen, das Ending eher weniger. Der Soundtrack innerhalb des Animes, muss ich ehrlich sagen, ist mir jetzt nicht im Kopf geblieben. Synchrontechnisch kann ich hier nichts bemängeln, außer einer Sache und die betrifft Kiriha, allerdings nicht wirklich der Synchronsprecherin, sondern der Animation der Lippen. Und da kann weder das Synchronstudio noch die Sprecherin etwas. Das liegt einfach daran, dass wir lippensynchron hier arbeiten. Wir haben hier das Problem, dass Kiriha manche Sätze relativ abgehackt spricht, beziehungsweise zumindest mal für unsere deutsche Version, da wir natürlich andere Wörter benutzen wie im Japanischen. Von daher kann es eben sein, dass man hier recht abgestottert sprechen muss. Ist jetzt nicht so schön, aber wie gesagt, es kann weder das Synchronstudio noch die Sprecherin etwas dafür. Ich für meinen Teil freue mich auf die folgenden Volumen zu Tsugumomo, denn der Comedy-Aspekt ist hier sehr gut gewählt worden. Er passt einfach zu den Szenerien und zu den Charakteren. Wie fandest du Tsugumomo, wenn du dann schon gesehen hast? Gerne runter in die Kommentare, ansonsten Lobkritik gerne auch gesehen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Mach's nicht gut, mach's besser. Ciao.